Hallo Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Baphomets Fluch, Teil 3, Teil 5 natürlich, nicht Teil 3. Wir sind in Eden gelandet, Shias braucht ein bisschen eine Pause, Nico bleibt bei ihm. Das heißt, wir schauen uns erstmal ein wenig jetzt hier um, ob Langham schon da ist. Ich meine, wir hatten einen Jet, er nur einen Helikopter. Ach, keine Ahnung. Guck mal, wen wir da haben. Oh, Leute, wir haben ein kleines Problem. Deine Nemesis. Aber guck mal, das ist das Zeichen von Dings. Etwa Langham? Schlimmer als das. Kommt mal her und guckt. Oh, George, mach doch nicht so ein Drama draus. Oh, da, eine Ziege. Sie mögen Ziegen? Ich liebe sie. Hey, wir könnten sie Donner nennen. Was für ein hübscher Name. Nicht wahr, Prinzessin? Oh. Hast du Hunger, Schätzchen? Okay, während du hier den Ziegenflüsterer raushängst, sehe ich mich mal um. Das ist ein Wolframlaster, was bedeutet, Langham ist nicht weit. Genau, das wollte ich damit sagen. Es war ein alter, knorriger Feigenbaum. Der schien da schon seit langer Zeit zu wachsen. Ein Zweig, knapp außer Reichweite der Ziege, hing voller reifer Feigen. Können wir eine Feige mitnehmen? Ja, okay, wir könnten Feigen mitnehmen. Das feindselige Gefühl beruhte auf Gegenseitigkeit. Ihr könntet ja mal Frieden schließen. Gib ja mal eine Feige. Und schon ist alles wieder gut. Sie wurde gierig verschlungen. So, na? Alles gut jetzt wieder zwischen euch? So, da haben wir einen Steinkopf. Am Boden lag ein riesiger Steinkopf. Seht meine Werke, Mächtge, und erbebt. Aha. Da geht ein Weg runter. Der hintere Teil des Lasters war voller versiegelter Kästen und Kisten. Obendrauf hatte jemand eine Kuriertasche geworfen. Nimm die mal mit. Ich beschloss auf jeden Fall erst, die Besitzer zu finden, ehe ich etwas anfasste. Wir wissen doch genau, wer die Besitzer sind. Langham und seine Wolframschergen waren hier irgendwo. Die musste ich als erstes finden. Okay, wenn es da heißt, hier den Weg runter, dann gehen wir erstmal da unten lang, hätte ich gesagt. Ja, da scheint es auch nicht groß weiterzugehen, habe ich den Eindruck. Wir schauen mal einfach mal. Ah ja. Da seid ihr ja. Aber wo ist Langham? Psst. Der ist in dem Spalt da hinten drin, hätte ich gesagt. Was ist das denn jetzt? Glaubt ihr, der Boss kommt raus? Weiß nicht, ey, ist mir auch Latte. Ich sollte bloß ein Loch in den Felsen da machen. Ich bin fertig hier. Wart nur noch auf meine Mitfahrgelegenheit. Geben wir ihm maximal eine halbe Stunde. Ich find's gruselig hier. Jetzt hab dich nicht so. Paar alte Statuen. Was kann da schon schief gehen? Sowas hier wie das zum Beispiel? Ist gut. Wie du gesagt hast. Halbe Stunde. Wir müssen an diesen Idioten vorbei und Langham aufhalten. Schwierig. Die haben reichlich fette Wummen dabei. Außerdem bin ich ein geläuterter Mensch. Sinnlose Gewalt habe ich aufgegeben. Miss Collar ist dabei, mich aus der Dunkelheit ins gelobte Land zu führen. Einen Tag nach dem anderen. Ganz klasse, Shears. Echt gutes Timing. Wir müssen irgendwie an denen vorbei. Das hat bestimmt was mit der Ziege zu tun. Ich war so nah dran wie möglich, ohne entdeckt zu werden.
Drei von Langhams Männern. Sie waren schwer bewaffnet und sahen gefährlich aus. Die mussten wir aus dem Weg kriegen, wenn wir Langham aufhalten wollten. Du schmeißt jetzt nicht zufällig eine Dings auf sie und die Ziege kommt und erledigt den Rest? Machst du das wirklich? Nicht im Ernst jetzt. Ich nahm meine besten Wurfkünste zusammen und schmiss eine der reifen Feigen. Sie landete in der Nähe der Gruppe. Keiner bemerkte sie. Okay, es hat also tatsächlich anscheinend was mit der Ziege zu tun. Wenn ich noch eine warf, könnten Langhams Schläger merken, dass wir sie beobachteten. Okay, das war es. Eigentlich war das nur als Spaß gedacht. Aber, ja. So, jetzt wo wir das haben, können wir da was machen mit dem Auto. Was für eine krasse Felsformation hier. Da war ein riesiger, natürlicher Steinbogen. Das alles war erstaunlich. Ja, die sieht ziemlich krass aus. Aber egal, Ladefläche des Lasters erstmal. Der hintere Teil des Lasters war voller... Ja, das wissen wir. Obendrauf... Jetzt können wir sie nehmen. Ich griff mir die Kuriertasche. Es war lauter Militärzeug drin. Was ist Militärzeug? Eine Kuriertasche aus Segeltuch, voller gefährlich aussehender Dinge. Okay. Die Fahrertür war abgeschlossen. Aufsprengen. Ich wusste nicht, ob ich die... Ja, okay. Ich hatte eine Idee. Wie gern diese Ziege wohl Feigen mochte. Sehr gern, hätte ich gesagt. Deswegen probiere ich auch die ganze Zeit mit Feigen aus. Was zu machen? Was er jetzt vorhat, habe ich aber keine Ahnung. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Sieh mal, lecker Feige. Vielleicht können wir die Ziege dann einfach so dahin locken zu denen. Und jetzt kommt sie wieder zurück. So viel zum Thema hinlocken. Können wir das irgendwie mit der Fahrertür machen? Jetzt kommt es wahrscheinlich zurück, aber ich denke mal, wenn wir da so einen Weg machen, dann geht sie da auch tatsächlich zu den anderen Typen hin. Wir müssen nur einen Weg dorthin bereiten. Sonst kommt sie nämlich wieder zurück. Kann man mit dem Weg? Ja, jetzt geht sie zum Weg. Uff, das dauert aber ewig lang. Wenn, jetzt kommt sie wieder zurück, weil ich auf dem Weg noch nichts gemacht habe. Ja. Also, wir müssen erstmal zu dem Weg zurück. Kann man das eigentlich abbrechen? Nee, kann man nicht abbrechen. Okay, warten, bis sie wieder da ist. Dom-de-dom-de-dom. Wir können sie auf jeden Fall bis zu dem Weg lockern. Ich wollte nicht darunter gehen, ehe die Wachen aus dem Weg waren. Ja, super. Da kommen wir also erst runter, wenn wir fertig sind. Wir kriegen das Auto nicht auf. Wir können die Ziege bis da zum Weg hinbringen. Können wir vielleicht noch so eine Feige auf diesen Weg hierher schmeißen? Und noch eine Idee.
Es ist zwar ziemlich makaber, aber das Militärzeug können wir die Ziege... Lässig warf ich eine Feige unten auf dem Pfad. So, jetzt kommt es dahin. Die Frage ist, langt es schon? Und können wir die Ziege ein bisschen mit Militärzeug ausstatten? Vielleicht rennen sie dann der Ziege hinterher? Dass sie dann sehen, die Ziege ist ausgestattet mit ihrem ganzen Zeug. Und rennen der Ziege dann hinterher und die Ziege lockt sie dann weg. Ich weiß nicht, ob das der allerbeste Plan ist, aber schauen wir mal. Das würde die Ziege wohl kaum zu schätzen wissen. Ja, so viel da dazu. Na dann, probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir es jetzt zu dem Weg schmeißen. Ob die Ziege dann merkt, dass da unten noch eine weitere Feige liegt und runtergeht. Und dann bei den anderen Typen noch, ja. Aber was bringt uns das? Na, schauen wir mal. Guck mal, da unten ist noch eine weitere. Ah, jawohl, es klappt. Aber was bringt uns das dann, wenn die zu diesen Typen hingeht? Hallo, Kleines. Ey, knallen wir sie ab, oder was? Nein, lass sie mal. So viel da dazu. Aber es war mir auch klar, dass das nicht ganz so klappen wird, weil, ja, ich meine, warum sollten sie irgendwas mit der Ziege machen? Deswegen wollte ich die Militärausrüstung auch mit der Ziege benutzen. Okay, wir kriegen es auf jeden Fall bis dahin. Die Frage ist nur, was machen wir dann? Wenn das Militärzeug nicht geht? Wenn das Militärzeug nicht geht, an die Ziege zu bringen, dass sie dann die Ziege verfolgen oder so irgendwie? Also, der Weg ist auf jeden Fall schon mal der richtige. Wir kriegen die Ziege bis da unten hin. Ich nahm meine besten Wurfkünste zusammen und schmiss eine der reifen Feigen. Sie landete in... So, dahin. Und dahin. Es ist nur die Frage, was machen wir mit den... Ah, da geht er wieder ganz nach oben hin. Was machen wir mit der Ziege? Damit die Ziege dann die Leute auch wirklich ablenkt. Ohne dass er umgebracht wird von den Leuten. Lässig warf ich eine Feige unten auf dem Pfad. Müssen wir doch irgendwie durch diese... An der Tür des Lasters... Irgendwie reinkommen? Die Fahrertür war ab... Mit dem Garn? Ich wusste nicht, ob... Ja. Eine Kuriertasche. Das Garn an der Ziege anbringen? Was sollte uns das bringen? Okay, aber er macht's. Obwohl es sich um das Produkt eines anderen Hornviechs handelte, hatte die Ziege wenig Bedenken, das Garn zu fressen. Oh, du hast gerade das Garn verfüttert. Das heißt wohl, wir brauchen das nicht mehr. Ja, dann wüsste ich jetzt nicht, was wir machen könnten, um die Leute noch abzulenken. Reden wir mal mit Nico und mit Chias, vielleicht haben die ja noch eine Idee. Also, was machen wir mit diesen Typen? Du könntest sie vielleicht irgendwie ablenken? Ja, ablenken ist eine gute Idee und da wollen wir ja die Ziege dafür verwenden. Aber irgendwas fehlt noch, damit die Ziege die Leute wirklich ablenkt. Hä?
Hey, Shears! Irgendeine Idee, wie wir an den Wachen vorbeikommen? Irgendwie ablenken, schätze ich mal. Tolle Hilfe. Super tolle Hilfe. Willst du das Zeug haben? Hey, Shears! Tatsache. Hallo, Schätzchen. Was ist das ganze Zeug da? Größtenteils Sprengstoff. Ist ja ein richtiger kleiner Schatz. Ah ja, okay. Können wir das mitnehmen? Nee. TNT. Ich vermute mal, das ist keine Riesenstange Kaugummi? Volltreffer, Georgie Boy. Es ist TNT, aber keine Schweißausbrüche deswegen. Es ist total sicher, solange sie nicht an der Zündleine ziehen. Und wenn, sagen sie vorher Bescheid. Müssen wir jetzt die Ziege mit Sprengstoff, ja. Ist das etwa das, wofür ich es halte? Vorsicht! Dynamit ist launisch, unberechenbar und gefährlich. Genau wie meine Alte. Keine Gymnastik, während sie das Zeug in der Tasche haben. Okay. Wenn man etwas mit Klebeband nicht reparieren kann, hat man nicht genug Klebeband verwendet. Was ist das? Zündschnur. Schneiden Sie ein Stück ab, stecken Sie es in irgendwas, das Rums macht, zünden Sie es an und dann nix Sie weg. Klingt kinderleicht. Ist es. Bis man einen Fehler macht. Und was ist das noch? Was um Himmels Willen ist das, Shears? Sieht gefährlich aus. Vorsicht! Könnte alles Mögliche sein. Gelatinedynamit, Plastiksprengstoff, oder? Das Mittagessen von irgendwem. Genau. Ich glaube, was Sie da haben, ist eine Wurst. Einheimische Delikatesse, vermute ich. Okay, haben wir sonst noch was? Das Benzinfeuerzeug. Das klassische Macho-Feuerzeug. Ich nahm es. Mir war jede Hilfe recht. Okay. Müssen wir jetzt wirklich die Ziege verkabeln? Ja, sonst gibt's hier anscheinend nichts. Okay, Klebeband. Oh, können wir gar nichts mitmachen? Das klappte nicht. Es klappte nicht. Wir könnten die, wo hast du den Dynamit machen? Das passte. Ja, nee. Die Zündschnur mit dem Dynamit? Bei genauerem Hinsehen merkte ich, dass an dem TNT bereits ein Zünder angebracht war. Was ich etwas beunruhigend. Ich riss ein Stück Schmelzdraht ab und steckte es in das Ende des Dynamits. Mutige Sache, aber es machte mich auch reichlich nervös. Es wird mich auch nervös machen. Wir könnten natürlich... Muss ich jetzt tatsächlich die Ziege mit TNT verkabeln? Das ist irgendwie makaber, wenn das das wäre. Komm her, George. Was machst du denn? Ich dachte, wir könnten die Ziege vielleicht, Du wolltest Donner in die Luft jagen? Naja, wir brauchen was zur Ablenkung und... Hier werden keine, ich wiederhole, keine Ziegen hochgejagt. Danke, so wie Nico. Nico das sagte, klang es viel schlimmer, als es war. Ich übernehme den Sprengstoff, George. Aber... Nein, kein Aber, George. Okay, Nico hat den Sprengdings. Können wir die Schmelzdraht an die Wurst anbringen? Ich wusste, es war eine Wurst. Shears wusste, es war eine Wurst. Aber ein kleines Stück Schmelzdraht als Lunte und voilà. Dynamit. Ja, ich hoffe nur, dass die nicht auf die Dings schießen. Dann bringen wir Dynamit. Aber danke, Nico, dass du mich dran gehindert hast, die Ziege in einen Dings Nico, zu machen. Nico, hilf mir mal. Du hast doch einen Draht zu diesen Viechern. Ich hoffe, du hast nicht vor, Donner was zu tun.
Vertrau mir, ich habe da einen schlauen 6-Stufen-Plan, einstimmig abgenickt von allen Tierschutzorganisationen. Halt sie einfach nur einen Moment lang still. Warum hast du Donner eine Wurst angehängt? Das ist Stufe 1. Jetzt sieh mal, wie es weitergeht. Wenn es dir nichts ausmacht, schaue ich lieber von hier drüben aus zu. Ich hatte eine falsche Dynamitstange an einer Ziege befestigt. Stufe 1 meines Plans erfüllt. Hoppala. Jetzt musste ich mir nur noch die Stufen 2 bis 6 ausdenken. Wir werden die Dynamit anzünden. Oder, ja, oder auch nicht. Und auf jeden Fall die Ziege nach unten führen. Mit den Feigenblättern und mal schauen, was passiert. Puiuiui. Aber ich finde schon ziemlich krass, dass Schotsch das tatsächlich gemacht hätte, das mit dem Dynamit. Aber ich sag ja, das wäre reichlich makaber gewesen, wenn man das wirklich, wenn es wirklich gegangen wäre. Aber ein Glück hat dann Nico das verhindert. Ich frage mich, ob wir das Dynamit später noch brauchen. Und ob es dann einen Unterschied gemacht hätte, ob ich sofort die Wurst an die Ziege anbringe oder ob Schotsch das vielleicht gar nicht gemacht hätte. Also ob Nico definitiv immer das Dynamit hätte, also den Sprengstoff hätte, oder George. Naja, gut. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter und dann schauen wir mal, ob unsere Ablenkung klappt oder auch nicht. Bis dahin, macht's gut und tschüss.